Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Stardew Valley. Dieses Mal nicht im Stream, dieses Mal spielen wir es einfach so schnell. Lohnt sich, glaube ich, nicht nur für eine halbe Stunde. Stream mache ich wieder, wenn ich mal ein bisschen länger spielen will. So, alles Frühstück. Letzte Woche habe ich dir beigebracht, wie man Kartoffelpuffer macht. Diese Woche werde ich dir zeigen, wie du sie mit anderen Zutaten kombinierst, um ein herzhaftes und gesundes Frühstück zu kreieren. Diese Mahlzeit wird dich richtig erfüllen und dir die nötige Energie für die Arbeit des ganzen Tages geben. Ah ja. Spiegelei, Milch, Kartoffelpuffer, Pfannkuchen. 200 Energie plus Hofarbeit plus 50 maximale Energie. Boah. Wo ist eigentlich Madame hin? Und warum ist diese Statue eigentlich nach unten gerutscht? Naja, egal. Und da ist sie. Ich bin heute früh aufgestanden, um die Tiere zu füttern. Ich hoffe, das macht deinen Job heute ein wenig einfacher. Danke dir. Ich habe auch das Wasser für Dumbo. Es ist ziemlich cool, dass wir eine Höhle auf unserem Grund haben. Es ist etwas, von dem ich immer geträumt habe. Mitteilung. Yeah, hier. Ich möchte gerade wirklich einen Teller Sashimi. Ich werde gutes Geld an die Person bezahlen, die mir einen bringt. Ja. Yeah. Das wollte ich gar nicht. Flup. Ernten wir mal die Erdbeeren. So, lieb an den Hund. Ja.
gut. Pilze sind noch nicht fertig. Und warum wächst der eigentlich hier nicht? Naja, egal. So ein bisschen sortieren. Und die Bohnen können auch rein. So. Wir werden einfach reich, glaube ich. Bring hier etwas Sashimi. Ich kann aber schauen, ob es hier kochen können, das ruhige Essen. Ein Rezept. Noch so viel, was ich nicht machen kann. Nö, nee, Sashimi kann ich nicht. Und nicht in. Ich kann ja mal schauen, ob ich noch was für die Dings brauche. Weiß ich mal. Habe ich ja alles nicht. Fünf Dinge brauche ich. 1, 2, 3, 4, 5. Na gut. Das ist auch den noch. Die Eier konnte ich abgeben, aber noch nicht. Das mache ich dann bei Seiten. Aquarium brauche ich gar nicht gucken. Tresor auch nicht. Gefrorene. Oh ne, habe ich schon auch. Ich brauche nur noch den Maulbarsch. Ich habe nichts, was ich da abgeben kann. Äpfel habe ich auch nicht. Ja, ne, das war's. Abby, was sagst du dazu? Holz mal wieder. Ups, so. Hey. Ach was, da haben wir noch Hartholz. So, auch in die richtige Richtung hacken.
Ach ja, das Ding haben wir immer noch da oben. Ey. Mensch, darf doch nicht wahr sein. Aber was ist das da für eine Gerätschaft? Einen Moment. Okay. Und weiterreden. Oh, mehr Energie ist fast verbraucht. Hey. Organisieren. Und das Holz auch noch. Wo ist er hier? Ach da. Nein. Gut. Gehen wir nochmal pennen. Auch wenn es noch ein bisschen früh ist. Axt-Effektivität. Neues Herstellungsrezept. Teleport. Totemhof. Herstellungsrezept. Zeltbausatz und Kochrezept Überlebensbürger. Es geht doch los. Gut. Mach's auf den Regen, oder? Hey, ich bin heute früh aufgestanden und habe mich etwas umgesehen. Ich habe das hier gefunden und es hat mich an dich erinnert. Danke. Dann kann ich was hier noch ernten. Habe ich irgendwo noch solche Dinger? Natürlich nicht. Danke, Abby, ich verschwinde echt einfach zu dir. Oh, egal. Gut, wird schon passen. Die Bohnen, die wird der Rabe, der hat das ganze Ding dann mit Anker rausgefressen. Ne? Ah, hier. Ah, die da oben sind auch fertig. Rein, würde ich sagen. Schönste Erdbeermarmelade. Essen wir hier rein.
Okay, haben wir alle. Was mache ich hier? Muss auch gehen. An der grüne Bohne und Grünkohl. Sieht genau gleich aus. Gut. Das meiste bin ich los. Nein. Sehr schön. Die Erdbeere ist auch so groß wie im Kopf. Gehen wir noch mal ganz kurz auf den Kalender schauen. Ein Zug fährt durch das Sperrentotal. Okay. Zwei Tage noch, dann ist der Blumenplatz. Wir können ja mal ganz kurz zum Steinbruch gehen und schauen, ob da was Neues gespawnt ist. Ja, ein bisschen was. Holen wir mal die Spitzhacke und Axt. Wo ist halt der DP gerade? Und kein Schild zu meinem Hof? Naja, egal. Dein Bruch. Vielleicht sollte ich meine Fristen mal sortieren. Obwohl, wenn wir schon dabei sind, Minen. Nee. Nee, ich habe kein Schwert dabei. Habe ich gerade gemerkt. Dann ist auch egal. Ah ja, die Pastinaken wollte ich ernten. So. Sind auch schon zwei verschwunden.
Jo, sehr schön. Jetzt habe ich ja nur noch, falsche Kiste. Jetzt habe ich ja nur noch Erdbeeren, Bohnen und Wurm. Eine Krähe. Zwei Krähen. Na gut. Ich kann ein bisschen was verkaufen. Das hier schenken wir gleich Abby. Ach ja, Sense wollte ich. Ach, das wollte ich. Spitzhacke wollte ich. Ja, der kann weg. Das reicht. So. Abigail. Oh, das ist genau meine Farbe. Danke, Markus. Oh, ich bin mir nicht gelangweilt. Ich genieße nur, dass wir hier, nur, was wir hier haben. Es ist ein einfaches Leben, aber ich mag es. Jo. Wir machen jetzt eine Hofarbeit. Ich habe die letzten Male immer Hofarbeit gemacht. Wir gehen noch mal schlafen, auch wenn es Zeit für nur ist, aber boah. Sechzehn probiere. Okay. Oder 16 Mal. Oder welches doof. Ist auch egal. Ich hoffe, du hast deine Schritte geübt. Morgen ist der Blumentanz. Oh, 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 oh. Letztes Mal wollte sie nicht mit mir tanzen. Hallo Marus, morgen treffen wir uns für den jährlichen Blumentanz. Wenn du einen Partner findest, kannst du vielleicht sogar selbst im Tanz teilnehmen. Im Westen der Stadt ist eine kleine Dichtung, wo wir den Tanz abhalten werden. Komm zwischen 9 und 14 Uhr, wenn du daran interessiert bist, Bürgermeister Louis. Ich weiß, was wir in der nächsten Folge machen. Nächste Folge ist der Blumentanz. Das ist. Nein. Okay. Wenn wir die Eier wegbringen. Die Rieskanne machen wir vorher mal voll. Nur eine volle Rieskanne ist eine gute Rieskanne. So langsam bin ich müde. 5 Minuten noch, dann ist die Aufnahme vorbei und ich bin klar. So, hier nochmal. Sehr schön. Ja, das ist jetzt blöd gelaufen.
Schauen wir mal zu den Pilzen. Nee. Und die Fässer vielleicht hinten? Ja. Hauen wir gleich überall Erdbeeren rein. Die riecht gerade von hier rein. Ich nehme nochmal die silbernen mit, weil ich nicht weiß, ob die normalen ausreichen. Oh, der wächst. Nein. Gerade so. Wir können gleich nochmal runtergehen, um zu schauen, ob das Ding da fertig ist, was auch immer es ist. Nee, ist auch am Machen. Machen wir mal ein bisschen Gras weg. Das wird reichen. Die Folge ist eh gleich in 2 Minuten vorbei. Doch, da gibt es noch mal mehr hier. Ist das Ding voll oder was? Ja, egal. Schau ich noch mal sicher ist aber nach. Hier ist voll. Ja, egal. Ich bin froh, dass ich schon vor meinem Einzug ein ordentliches Paar Schuhe hatte. Ich kann mir nur schwer vorstellen, wie ich mit Turnschuhen durch den Matsch gesprungen wäre. Okay. Dann war es auch für dieses Mal. Ich hoffe, ich kann mal die Tage wieder länger aufnehmen. Wir haben ja gerade so viel mit Renovierung zu tun und so. Wir schauen noch mal ganz kurz raus fürs nächste Mal, ob wir was abernten können. Obwohl, nee, das ist ja der Blumentanz. Aber wir können noch was abernten da oben.
Kaffee könnten wir auch abwenden. Aber nein, das machen wir beim nächsten Mal. Schauen wir mal hier. Und vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst gerne ein Like, Abo und Kommentar da. Und bis zur nächsten Folge. Ciao.